Ich sehe mich eher als Kommunikationshandwerker, denn als Spin-Doktor. Das Wort gefällt mir nicht. Es ist einfach, da wird zu viel hineingeheimnist. Als könnte man an unsichtbaren Fäden ziehen und damit die öffentliche Meinung beeinflussen. Großes Aufgebot für den Mann, der den Medienwahlkampf für den Kandidaten managen soll, um künftig Pannen zu vermeiden. Michael Spreng, parteilos und ehemals Chefredakteur der Bild am Sonntag. Und was für ihn zu den wichtigsten Aufgaben im Wahlkampf zählt, machte er auch gleich klar. Dass der wirkliche Stoiber, so wie er wirklich ist, in der Öffentlichkeit zur Geltung kommt und dass wirklich nur, wo Stoiber draufsteht, auch Stoiber drin ist. Ich glaube nicht, dass politische Kommunikation, was immer sich dahinter verbirgt, in Wahrheit ist es nichts weiter als der Versuch, Zahlen und Fakten deutlich zu machen. Luftwaffenflug 4072 Köln-Moskau. Der Herr und seine Stimme. Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Sprecher Uwe Karstenhaie. Uwe Karstenhaie, das ist das Informationszentrum der Bundesregierung in Person. Aus langjähriger Journalistentätigkeit kennt er die Arbeit selber. Hallo, da ist er ja. Ich war erst in der Poststelle. Hallo, grüß Sie, Haie. Ich dachte aber nicht, dass Sie in der Poststelle arbeiten. Nein, nicht wirklich. Freue mich, Sie zu sehen. Ja, ich freue mich sagen. Auch. Und ich hoffe, dass wir einen spannenden Abend miteinander haben. Das hoffe ich auch, ja. Ich denke, ja. Machen Sie aktuelle Beratung? Nein, im Wahlkampf nicht. Wahlkampf? Sonst könnte ich auch meinen Blog nicht machen. Ach so. Denn der ist ja gleichermaßen verletzend gegenüber jedermann. Und das hätte wahrscheinlich die Partei, die ich beraten würde, nicht so gerne. Also wenn man den Vorwärts nicht als Wahlkampf entscheidend sieht, mache ich auch keine Wahlkampf. Da steht ja bestimmt drin, wie die SPD die Wahl. Nein, das steht da nicht drin, jedenfalls noch nicht. Wäre ein bisschen früh. Man darf es nicht verraten. Ja, genau. Wir sind gerade dabei, unser Führungsquartett von einem der besten Fotografen, die es gibt, nämlich Jim Rakete, sozusagen. Den kenne ich, ja. Sehr gut. Ja. Ich finde das Foto auch originell. Nur erklären Sie mir die Schreibmaschine, bitte. Ja, das ist die Schreibmaschine, auf der er seine Rede schreibt. So. Immer noch. Gabriele, glaube ich. Gabriele, die ist bekannt. Ja. Das ist eine alte Olivetti, ja, glaube ich. So ist es, ja. Genau. Das ist ja ein Poster. Ja, ein Poster. Das ist ja für die SPD-Jugend an der Dachschräge oder so. Ich kann mir vorstellen, dass ich mehr junge Leute, Christina Aguilera oder Lady Gaga, an die Wand hängen als Franz Münte. Das ist klar. Nein, das ist ja auch nicht der Versuch, sozusagen ihn zu einem Popstar zu machen. Wie heißt denn die Adresse? Sprengsatz.de. Den habe ich nach der Europawahl geschrieben. Steinmeier macht das Licht aus. Ja. Dass er derjenige ist, der für die SPD als Regierungspartei das Licht ausmacht. Die in die Opposition. Und dann wird sie möglicherweise eine andere Partei, vermute ich, in der Opposition. Naja, ich glaube nicht, dass es eintritt. Wir sind beide am 27. schlauer, ja. Genau. Okay. Ja, das ist kein idealisierendes Helden. Nein, das ist keine Heldenskultur. Nein, das ist der Versuch, den Menschen nahezukommen, der dahinter steckte. War das Ihr Lieblingschef? Sie waren doch auch mal Presseverband. Ich war Redenschreiber und habe dann später als der Vorsitzende war für ihn auch Pressearbeit gemacht. Wir waren alle sehr stolz, für ihn arbeiten zu können. In der Zeit gab es nicht so viele Politiker, denen wir vertraut haben. Und das war einer, dem wir vertraut haben. Aber er war, glaube ich, auch keiner, der sehr viel Nähe für seine Leute zugelassen hat. Ja, es gab Momente, wo man ihm ganz nah sein konnte. Ja. Aber er hat immer Uwe und Sie zu mir gesagt. Also das hanseatische Du. Das, ja. Ja, gut, das habe ich in wenigstens mal im Original gesehen. Willkommen, Deutschlands größter WG. Das habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Sie haben den Ball. Oh. Ein Glück. Oh, der geht nicht. Ah, hier ist. Das liegt
Ja, das ist ja Betrug. Hier liegt der Torbalken quer. Das hätte schon 3-0 für Sie gestanden. Hier liegt der Torbalken quer. 5,6 Millionen neue Freunde. Na, ja, das wäre mir zu viel. Mir auch. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Erzählen Sie doch mal, was Sie so treiben. Was Sie so treiben. Was wir so treiben. Ja. Eine Sache, die wir treiben, ist die Wahlzentrale. Mhm. Ein neues Feature, das wir auf StudiVZ, MeinVZ, den beiden großen Plattformen für Erwachsene haben, mit 9 Millionen Mitgliedern. Wir versuchen, Wähler zu mobilisieren, insbesondere Jungwähler, für Politik zu begeistern, mit Politikern sich zu verknüpfen, ja, und sich Inhalte anzuschauen. Frau Merkel hat hier 45.000 Freunde mittlerweile bei Studi und MeinVZ. Das ist mehr, als sie bei der CDU hat. Ich glaube nämlich Team Deutschland, was ja die CDU-Gemeinde für Frau Merkel ist, hat 40.000. Oder kann es Überschneidungen geben. Wie viele Freunde hat Herr Steinmeier? Ja, ich glaube, es hat 12.000 im Moment. 13.640. 13.000. Und was kann ich jetzt machen? Also wenn ich jetzt hier Frau Merkel folge oder Herrn Steinmeier, komme ich mit denen irgendwie in Kontakt oder was passiert dann? Die können Ihnen Nachrichten schreiben. Das sind im Grunde Freunde von Ihnen dann, die Ihnen Nachrichten schreiben dürfen. Aber kann ich Ihnen auch Nachrichten schreiben? Sie können denen auch Nachrichten schreiben. Sie können... Ich hoffe, Frau Merkel liest das dann. Sie können Frau Merkel gruscheln und sie gruschelt zurück. Was ist bitte gruscheln? Was? Das müssen Sie mir erklären. Gruscheln ist ein Anstupsen. Aha. Gruscheln ist eine Nachricht ohne Inhalt, die einfach nur sagt, ich habe an dich gedacht, denk auch mal an mich. Das kann ich Frau Merkel jetzt schicken. Ich habe an dich gedacht, denk auch mal an mich. Weiß sie dann, dass ich ihr das geschickt habe? Wenn Sie sich als Michael Spreng einloggen, ja, wenn Ihnen Frau Merkel weniger zusagt. Nein, also, nur, das geht mir nur ums Kruscheln. Ansonsten habe ich nicht so viel Bedenken gegen Frau Merkel, aber kruscheln möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist auch jetzt nur eine Sache, die Sie tut. Möchten Sie mit Herrn Steinmeier kruscheln? Nein, das wäre, ich kenne ihn zu lange und zu gut, als dass ich wieder noch kruscheln müsste. Ich sehe gerade, Sie haben eine Wechselwähler-WG. Die interessiert mich, wenn ich von Hause aus Wechselwähler bin. Ich habe schon vieles im Leben gewählt. Was kann ich da Mitglied werden? Da können Sie Mitglied werden, Sie können sich bewerben. Es gibt im Moment ein Bewerbungsverfahren, da kann sich jeder bewerben, auch Sie. Und dann bleiben 6 übrig und die werden ganz real in eine WG ziehen, 6 Wochen vor der Bundestagswahl. Ach so, nee, dann kann ich mich doch nicht bewerben, weil die 6 Wochen in der WG... Die Zeit habe ich leider nicht. Das wäre sehr spannend, glaube ich, aber die Zeit habe ich dann doch nicht. Diese Art Events finde ich ja spannend, wenn Sie sagen, dass Sie so eine Art WG... Und solche WG, sollen die am Schluss sagen, was sie wählen? Oder das wird begleitet. Ja, oder finden da Meinungsbildungsprozesse statt, dass vielleicht einer in den 6 Wochen seine Meinung ändert das oder seine Parteipräferenz? Genau. Also tatsächlich will man Leute haben, die jetzt nicht ganz festgefahren sind, sondern die diskutieren und auch bereit sind, mal ihre Meinung zu ändern. Sie haben ja nicht nur edle Motive. Was haben Sie selbst davon als Netzwerk oder als Unternehmen? Na, alles, was unsere Plattform interessant macht für die Nutzer, was die Nutzer auf der Seite hält und dazu führt, dass sie öfter zurückkommen und sich mit Freunden austauschen, ist natürlich erstmal gut für das Netzwerk. Das heißt, Sie müssen sich permanent überlegen, auch neue Reize für Ihre User zu schaffen. Ja, wir wollen natürlich ein Umfeld schaffen, das Spaß macht. Ja. Das haben die Parteien selbst gemacht. Das gestalten die Parteien selbst. Sie sehen auch, das sieht aus wie auf der, in dem Fall auf der SPD-Webseite. Ja, klar, das ist sehr ähnlich. Sie nutzt natürlich das Design. Das Corporate Identity. Auch bei Ihnen, wenn Sie wollen, Corporate Identity der Parteien. Genau. Das sind seine Freunde. Das sind Freunde, die ihm auf die Pinnwand schreiben. Und sich. Antwortet Steinmeier denen denn auch? Ich weiß nicht, ob er es hier gerade tut. Prinzipiell ja. Diese Pinnwände werden von den. Hier schreibt einer, bis jetzt habe ich immer SPD gewählt, aber Sie als Kanzlerkandidat. Unsympathisch und nichts für die Jugend. Ich meine, das wäre doch schön, wenn Herr Steinmeier dem antwortet. Ja. Das ist ja. Weniger freundliche Statements muss man einfach aushalten. Das ist ein normales Statement. Aber Sie als Kanzlerkandidat, das kann ich unterschreiben. Frau Merkel dürfte ein paar mehr haben. Die ist schon bei fast 10.000 Einträgen. Deine Frisuren kann man von vorne nach hinten drehen. Du siehst immer noch schrecklich aus. Wenn es sein muss, gehe ich mit dir zum Friseur. Also es scheint auch nicht so direkt ein Fan zu sein, muss ich sagen. Vielleicht auch nicht der konstruktivste aller Beiträge. Ja. Für die Parteien, die... Ja, aber hier ist schon ernsthafter, sehe ich gerade. Wie viele junge deutsche Soldaten müssen noch sterben in Afghanistan, Frau Merkel? Für die Parteien ist das Interessante daran, dass sie wirklich völlig ungeschminktes Feedback bekommen und wirklich das Ohr am Wähler haben. Ja, wobei ich kenne viele Politiker, die wollen das gar nicht. Das macht ja auch nicht jeden Tag Spaß. Nee, die wollen die letzten 6 Wochen nur noch gute Nachrichten hören. Ja, aber das Feedback, das wir bekommen, ist tatsächlich, dass das extrem wertvoll ist und dass man bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Es gibt ja in den Parteizentralen so die mittlere Generation und die Abteilungsleiter und so weiter.
Für die ist das schon sehr wichtig, ja, damit da immer nicht nur, wie soll man sagen, die Zustimmung des Hofes nach oben kommt, sondern auch eine andere Stimmung ist noch da. Okay, wir müssen, glaube ich, wir sind hier abgefahren. Es war spannend. Sie raus. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Tschüss. Das ist ein Vergnügen hier. Es tut mir leid, dass ich zu spät war. Aber hallo, grüß dich, Herr Frey. Ich nehme an, Sie haben gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Peter Frey in Berlin. Warum tut sich Verteidigungsminister Jung so schwer, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen? Ja, es ist ja nicht nur der Verteidigungsminister, der nicht vom Krieg spricht. Auch Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, tut es nicht. Auch der Außenminister Steinmeier spricht nicht vom Krieg. Das war im Grunde ein gutes Beispiel dafür, dass wir natürlich die Begriffe prägen. Ja. Ja, und ich habe dann gesagt, wofür haben Sie sich entschieden? Ich habe gesagt, es ist im Grunde ein alter Begriff, der das, was dort passiert, nicht wirklich beschreibt. Mich hat es immer gestört, als George Bush vom War on Terror gesprochen hat. Ja, das verstehe ich. Irgendwie fand ich das sensationalistisch und auch die Absicht war ja erkennbar. Ja, insofern, sich ein bisschen zurückzuhalten ist und zurückzunehmen, finde ich auch nicht schlecht. Abrüstung sozusagen. Ja, okay. Verbal. Wir gehen runter ins Studio. Ja? Alles klar. Okay. Das Fernsehen ist ein altes Medium. Die junge Generation guckt auch Fernsehen online. Dadurch, dass die Politik ja inzwischen im Internet fast in Echtzeit stattfindet und wer nicht nach 5 Minuten schon mit seinem Kommentar auf dem Markt ist oder nach 10 Minuten die andere Partei mit der Reaktion, verliert ja die Deutungshoheit über ein Thema. Also das ist eine wirklich große Gefahr. Ja. Also wie das gelingen soll, dass sich Politik sozusagen Zeitsouveränität zurückholt, das ist mir ein Rätsel. Und sehe ich nicht. Ja, ja gut, aber es wäre gut, wenn es so wäre. Ja. Aber es gilt auch für uns. Ja, natürlich. Aber ich meine, es ist, ich finde, es wird immer deutlicher, dass wir sozusagen in zwei Welten leben. Das eine ist diese aktuelle Welt, die wirklich Echtzeit ist, jetzt auf allen Plattformen. Im Grunde ist immer alles live. Und das andere ist, dass dann schon dieses Erklären, Nachhalten, ist es wirklich so, wie es im ersten Moment ist? Man muss ja auch mal recherchieren vielleicht. Dass das schon irgendwie eine neue Qualität kriegt. Und ich bin ganz sicher, dass die Zeitungen es richtig machen werden, wenn sie auf den Weg gehen. Sollen wir mal ein bisschen Schlussführung machen hier? Ja, bitte. Also, wir haben hier 3 Studios im Hauptstadtstudio. Das ist sozusagen das mittlere, wo wir die Magazinformate machen. Berlin Direkt. Und das ist ganz hübsch auf der anderen Straßenseite sozusagen oder Studioseite, was da jetzt ein bisschen provisorisch aussieht, ist Frontal 21. Ah, ja. Also das ist das, wo ich nie stehe. Komm, wir gehen mal an den Tisch. Wer stellt sich wohin? Moderator in der Mitte, wir zum Streitgespräch. Gut, dann so. Stehen wir so. So stehen wir korrekt. Ist etwas wackelig hier. Hat schon jemand hier das umgerissen oder so, wenn die politischen Schwergewichte kommen? Nee, wir haben eigentlich nur Angst davor, dass sich mal irgendjemand hier in das Loch reinstürzt. So scharf sind die Fragen ja auch nicht. Aber müssten sich nicht gerade in der Krise Ihre Instrumente bewähren? Natürlich müssen sie sich bewähren. Es sind die Dinge, die die soziale Marktwirtschaft wieder zum Laufen bringen. Der Staat will ja nicht Unternehmer werden. Er ist dazu nicht in der Lage. Die Unternehmer müssen das selber wieder können. Aber wir haben eine Situation jetzt, in der wir doch Brücken bauen müssen, in eine Zeit, wo das wieder möglich ist. Alles andere wäre völlig verantwortungslos. Und gleichzeitig müssen wir in die Zukunft investieren. Und genau das tun wir. Das ist natürlich das Problem sozusagen an diesem Tisch, dass man in dem Format nicht länger als 4:30 maximal mal 5 Minuten Zeit hat für ein Gespräch. Und da können die Fragen so scharf sein, wie sie wollen. Die Politiker wissen, in 5 Minuten bin ich drüber weg. Ja. Und es ist im Grunde, die bustern sich durch die 5 Minuten. Es ist wie ein Kampf um Zeit. Ja. Aber trotzdem, manchmal gibt es so ein Zögern, ein Versprecher. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, der Zuschauer ahnt auch was. Ja. Also ganz abgesehen davon, was da gesagt wird, gibt es so diese nonverbale Ebene. Und deshalb muss man immer Druck aufbauen und dann kommt auch was über. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kameras, die auf ein Gesicht gerichtet sind, das lässt sich nicht verstellen. Ja? Und man merkt, spürt sofort, ob das
woher das kommt, die Antwort. Ja? Ob da die Nadel wieder in die Rille der alten Schallplatte fällt oder ob da wirklich nachgedacht wird. Ja, ist klar. Also schon, insoweit ist das schon spannend, wie ich finde, immer wieder. Ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt in der Hinsicht, gerade mit der Kanzlerin. Ich mache einen 45-Minuten Film über sie, so eines der Wahlkampfporträts. Bei ihr bewegt sich immer was. Also die ist zwar sehr, sehr, sehr kontrolliert und sie kontrolliert auch das Bild von sich, aber ihr Gesicht hat sie noch nicht voll unter Kontrolle. Ja. Krawatten. Die rechts, wie die aussieht jetzt, oder? Ja, es soll jetzt angezogen werden. Ja, okay. Ich muss ja sagen, irgendwie fehlt mir so ein bisschen Fröhlichkeit. Und dieses bringt Fröhlichkeit. Und es sieht auch gut aus. Das sieht auf jeden Fall sehr toll aus. Sehr aufmerksam, definitiv. Ich unterstütze dieses Thema dabei. Was halten Sie davon? Gut, die ist aber nicht schlecht. Ach, die ist schlecht, ja. Und die ist aber nicht schlecht. Also mit der Krawatte bekomme ich neue Aufträge, muss ich sagen. Na, die ist aus der neuen Sopran-Serie. Wenn das so ist, wäre das keine schlechte Wahl. Und ich glaube, es ist jedenfalls viel schöner als diese. Ja, also Sie müssen, da siehst du ja entscheiden. Ist die jetzt schon aus dem Rennen? Ja, die ist für mich aus dem Rennen. Aber jetzt mit Herrn Heil müssen wir erst mal. Ja. Ja, sollen wir mit dem Herrn Heil zuerst mal weitermachen? Gerne. Was halten Sie hiervon, wenn ich fragen darf? Schon besser. Ach ja, wollen Sie mal vielleicht damit vor den Spiegel gehen? Schauen Sie mal, ob Ihnen das zusagt. Ja, eine der großartige Krawatte. So. Ja, gut, ja, doch. Ja. Ist schon besser. Ist auch schon sehr seriös, aber schon besser. Ich favorisiere nach wie vor die hier. Okay. Weil ich mir die auch sehr gut hier vorstellen kann, zum weißen Hemd. Da ist die Entscheidung schon gefallen? Nee, noch nicht ganz. Ich bin noch offen. Oder Herr Heil ist noch offen. Ja, also dies ist die fröhlichere von beiden. Dies ist die seriösere. Die Frage ist, ob was Sie sozusagen in Ihrer... Ich bin ja, also immer der kleine Rebell kommt bei mir dann mit der Krawatte zum Ausdruck. Genau. Passt gut. Also Herr Heil, wenn Sie sich dafür entscheiden könnten, würden Sie mir einen Gefallen. Ich entscheide mich genau dafür und Sie dafür und damit haben wir das doch... Haben wir das Problem gelöst. Dann machen wir das doch so. Ja. Im doppelten Winzer sieht immer schöner aus. Okay. Versuchen Sie es einfach mal. Ja. Dann müssen Sie aber aus diesem Gerät auch wieder rauskommen. Ich meine, das ist natürlich... Ich gebe mir Mühe. Ja? Wenn nicht, ich hoffe, Sie unterstützen mich. Ja, aber selbstverständlich. Bitte tun Sie sich nichts an damit. So. Sehr gut. Habe ich das korrekt gemacht? Ja, wunderbar. Das sieht doch prächtig aus. Das mir gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe für den weiteren Verlauf des Abends gewonnen. Ja. Genau. Auch unser Bundespräsident, der kleidet sich hier ein. Mhm. Unser Altkanzler genauso. Ja. Herr Schröder. Mhm. Ja. Und der trägt aber Haifischkragen. Was mir aufgefallen ist, dass zu Guttenberg trägt auch Haifischkragen. Ja. Also diese dominanten Figuren, die tragen alle Haifischkragen. Alles Gute. Danke sehr. So, jetzt müssen wir, glaube ich, Nein, jetzt muss ich mal sagen, also dafür, wie edel das Geschäft auch aussieht, fand ich die Krawattenpreise fair. Ich auch, ja, das muss ich sagen. Und wohl auch hier selbst unser... Ja, also da muss ich mal sagen, dass wir auch noch auf Schröders Spuren hier gewandelt haben, muss ich ja sagen. So, ich muss mich erst einmal bewundern. Die ist aber wirklich schön. Ja, und ihre sieht auch gut aus. Für uns müsste ein Tisch bestellt sein. Aber ich sehe jetzt, das Publikum ist durchaus gemischt. Ja. Wir wären sogar ohne Krawatte, glaube ich, reingekommen. Jetzt machen wir ja etwas, wo ich jedem Politiker von abraten würde, sich beim Essen filmen zu lassen. Denn es gibt kaum schöne Bilder beim Essen. Haben Sie je einen Gedanken daran verschwendet, noch mal Zeitung zu machen? Als ich bei Springer entlassen wurde, war ich 52. Ich war dann noch bis 53 gesperrt. So, und dann hat mir keiner eine Chefredaktion angeboten. Erst kam nichts und als es kam, ging es, passte es nicht mehr. Ja? Ich war dann einfach durch die Tätigkeit für Stoiber zu stigmatisiert. In Deutschland haben wir nicht die Kultur,
dass dieser Wechsel von dem Journalismus in die Politik, in Führungsposition, wer einmal für Stoiber gearbeitet hat, dem wird unterstellt, dass er für den Rest seines Lebens total parteiisch ist, ja, und nie mehr einen unabhängigen, objektiven Job als Journalist machen kann. Finde ich gut, ja. Wieder stecken Schröder und Haie die Köpfe zusammen. Thema nun, was dürfen die Journalisten am Abend aus den vertraulichen Gesprächen in Moskau erfahren? Ich glaube, dass ein Sprecher wahrhaftig sein muss. Er darf nie lügen. Er kann nicht immer sagen, was er weiß. Das meinte ich vorhin auch, als ich von Ihrer Professionalität im Zusammenhang mit Stoiber gesprochen habe. Das hat Sie ja sozusagen sofort in die erste Reihe derjenigen gebeamt, von denen man sagt, ja, der Junge ist einfach gut, ja. Und danke. War das ein hilfreicher Einstieg, das kann man ja. Also ich habe schon Anerkennung bekommen. Ja. Aber das ändert nichts an diesem Effekt, dass ich anschließend für den Journalismus verbrannt bin. Aber wenn ich ehrlich bin, das war es mir wert. Wenn Stoiber redet, dann klatscht sein Medienberater Spreng nur selten. Er schreibt vielmehr auf, was im Saal gut ankommt. Und das ist die Kritik an einer Regierung, der zur Arbeitslosigkeit nichts einfällt. Nun besteht ja, was unsere Wirtschaft angeht, ein riesiger Bedarf, die eigene politische Unterbelichtetheit durch ein paar Leute aufzubessern, die was davon verstehen. Denn das ist ja unglaublich, was man da hat. Nein, man ist immer wieder überrascht, wie gesellschaftlich und politisch unsensibel führende Wirtschaftsleute sind und DAX-Vorstandsvorsitzende und so weiter, die wirklich in ihrer eigenen Welt leben. Ja. Und zwar, sie werfen ja immer der Politik vor, realitätsferne Politik zu machen. Es ist ja in diesen Kreisen viel, viel schlimmer. Dagegen sind unsere Spitzenpolitiker wirklich volkstümlich und wissen, was in der nächsten Kneipe diskutiert wird. Die leben in ihrer eigenen Welt. Ja. Hängt natürlich auch mit der ungeheuren materiellen bevorzugten Situation zusammen. Viele sind natürlich wirklich von üblen Hofschranzen umgeben und so. Nur keine schlechten Nachrichten und alles nur gefiltert. Also ich habe ja an der Seite von Schröder so ziemlich alle aus diesem Bereich kennengelernt. Und ich habe mich sehr oft gefragt, auf welche Weise wir Exportweltmeister geworden sind, war an diesem Herrn nicht ablesbar. Nein, ich habe ein Treffen erlebt von Edmund Stoiber mit wirklich den 20 wichtigsten Wirtschaftsbossen dieser Republik. Da war ich als einziger von seiner Seite dabei. Ja. Die haben den behandelt, ja, in einer unhöflichen und arroganten Art und Weise. Da waren zwei Führer, die Namen kann ich ja inzwischen nennen, die sind beide nicht mehr im Amt. Das eine war der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Breuer. Und das andere war der Vorstandsvorsitzende der Allianz, Schulte-Nölle. Die beiden haben in einer Arroganz und einer Besserwisserei sich gegenüber diesem Spitzenpolitiker benommen, muss ich wirklich sagen. Ja. Das war unverschämt. Ja. Der Einzige, der sich an dem Tisch wirklich ordentlich benommen hat, war der einzige Milliardär im Raum, ja, nämlich Oetker, ja, ein Familienunternehmen. Ja. Der war höflich, bescheiden, zurückhaltend. Ja. Ja. Aber die Leute, die nur angestellte Topmanager waren, ja, die haben sich sowas von schlecht benommen. Ja. Und Stoiber ist da auch entsetzt aus diesem Gespräch rausgekommen. Ja. Ja, das war auch nicht, ist auch nicht seine Welt. Und da kann man wirklich zum Sozialist werden. Wenn man so einen Breuer und einen Schulte-Nölle, wenn man die zwei Stunden erlebt, ja, da muss man sehr an sich halten, ja, um nicht zum Sozialisten zu werden. Muss ich wirklich sagen. Schade, dass Sie nicht noch ein bisschen länger geblieben sind. Sie müssen mir wahrscheinlich widersprechen, aber Schröder hatte schon auch die Aura der Wirtschaftsmacht gelegentlich genossen. Ja. Auf gleich und gleich mit Milliardären und mit den ganz großen Bossen und so. Ja, ihm war die gleiche Augenhöhe schon wichtig. Das ist ja, aber schon auch die Faszination. Ja. Denn alle Politiker, also meine Erfahrung ist, fast alle Politiker, Spitzenpolitiker, wenige Ausnahmen bestätigen die Regel, haben ja ein Problem damit, dass sie relativ schlecht bezahlt wird. Ja? Und viele, insbesondere wenn sie einen harten Lebensweg hinter sich haben und sich hochgeboxt haben, bewundern ja Leute, die viel Geld bekommen oder die materiell was erreicht haben. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Das ist wunderbar. Sehr schön. Darf ich das übernehmen? Nee, jetzt sind wir doch beide dran, glaube ich, so wie das vorgesehen war.
Nein, das übernehme ich. Wie, das übernehmen Sie? Doch. Ja gut, dann komme ich gut dabei weg, dann nehme ich nachher die Kneipe. Na gut, okay. Ja, danke. Als Plateau. Ja, genau. Hallo. Hallo, grüßen Sie. Hallo. Hi. Wer sind Sie? Christoph Frank. Das sind Container, wie man sieht. Ja. Es hat eine, sag ich mal, unabhängige Architekturform, ist aber ein Konzept. Wir besetzen Freiflächen unter Einverständnis der Eigentümer und können hier dann unser eigenes Gebäude. Das heißt Freiflächen? Also, das ist eigentlich ein brachliegendes Ding. Das wartet auf einen Investor. Und das machen wir jetzt seit 6 Jahren mit verschiedenen Grundstückseigentümern. Ja. Und können so eigentlich in Mitte bleiben präsent und müssen keine Miete bezahlen. Wir verstehen uns als Kommunikationsberater, das ist unser Profigeschäft. Das ist ja das, was ich auch mache. Ja. Genau, deswegen kommen wir wahrscheinlich zusammen. Und haben aber als Geschäftsform eigentlich ein Netzwerk gegründet oder aufgebaut von inzwischen 3.500 internationalen kreativen Leuten, die wir dann, wenn wir Aufträge oder Konzeptionen umsetzen müssen, einfach zusammenziehen können und dadurch nicht limitiert sind in unseren Fähigkeiten sozusagen, wie viele Agenturen das sind. Im Moment haben wir eine schöne Ausstellung, die wollte ich ganz kurz zeigen. Ja. Die heißt Cracking the City, ist von einem Stadtentwickler. Graffiti ist das einfachste Modell. Ja. Leute benutzen die freie Fläche, um ihre eigenen Themen zu setzen. Das war eine Geschichte, die wir für Verdi gemacht haben, für die Verdi-Jugend. Die hieß Ausbildungsstau. Das war eine Aktionsform, wie innerhalb von 5 Minuten eine Kreuzung einfach abgesperrt wurde, auf den Ausbildungsstau aufmerksam gemacht wurde. Und dann wieder geräumt. Und dann wurde an die Autofahrer Zettel verteilt und dann wieder geräumt. Super mediales Bild. Ja. Hat den Jugendlichen Spaß gemacht, dieser kalkulierte Regelverstoß. Ja. Wir haben, glaube ich, 70 Stück in 2005 gemacht in Deutschland. Ja. Das ganze Land. Ja. Spitz eure Ohren, sperrt eure Augen auf, wir kommen mit Asphalt und so Megafon und halten die Passanten auf die Vorder zu unser aller Wohl. Deutscher Bild, ihr Opfer, damit die Wirtschaft sich erholt. Spitz eure Ohren, sperrt eure Augen auf, wir kommen mit Asphalt und so Megafon und halten die Passanten auf die Vorder zu unser aller Wohl. Deutscher Bild, ihr Opfer, damit die Wirtschaft sich erholt. Spitz eure Ohren, sperrt eure Augen auf, wir kommen mit Asphalt und so Megafon und halten die Passanten auf die Vorder zu unser aller Wohl. Deutscher Bild, ihr Opfer, damit die Wirtschaft sich erholt. Wir selber, das sind wir. Ja. Das ist jetzt die Hälfte der Truppe ungefähr, die tatsächlich aktiv an den Projekten täglich teilnehmen. An der Kleidung lehnt sich doch ein bisschen an den Vietnamfilm an, oder? Vietnamfilm Platoon heißt die kleinste selbstständig operierende Einheit. Das ist also eine Militäreinheit, die selbstständig operiert. Und wir wollen halt selbstständig bleiben. Wenn man uns einen Auftrag gibt, dann erledigen wir den. Ja, aber ich meine auch, so von den Klamotten und den Kisten und so weiter, ist dieser Militärlook beabsichtigt. Ja. Bei uns war aber keiner beim Bund, kein einziger. Wahrscheinlich leben wir es deswegen nochmal aus. Aber es ist natürlich ein Eigenmarketing und wir verstehen uns auch in einem Kommunikationskrieg und wir kämpfen für die Sachen, für die wir... Ich hoffe, es gibt keine Toten. Also. Ich wollte Ihnen oben kurz was zeigen, was wir machen, was ganz spannend ist, auch für Sie. Wir haben 2007, oder fangen wir anders an, wir haben 2004 für die Gewerkschaften, das ist zum Beispiel ein Truck mit einer Ausstellung drin, der durch Deutschland tourt. Da ist eine Ausstellung über Hungerlöhner drin, also Menschen, die unter 57 verdienen. Ja. Fotoausstellung. Eine Fotoausstellung, genau. Und die steht auf Marktplätzen, da kann man vorne rein, hinten wieder raus. Das haben Sie auch entwickelt? Das haben wir auch entwickelt, genau. Die ist auch schon seit 3 Jahren jetzt unterwegs. Seit 2007 entwickeln wir Gewerkschaftsfernsehen. Das ist meine Kollegin Julia Gläuber. Das Ganze nennt sich... Michael Spreng, hallo. Streik-TV, ich weiß nicht, schon mal was davon gehört? Nein. Das ist eine Gewerkschaftssendung, die einmal die Woche ausgestrahlt wird. Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen sind in diesem Land Beschäftigte zweiter Klasse. Sie verdienen 30-50% weniger für gleiche Arbeit. Sie sind flexibel
und arm. Ja, das ist so eine Aktion mit so großen Aktionswürfeln für Stimmen für den Mindestlohn. Das ist jetzt wahrscheinlich eher Ihr Thema dieses Jahr. Ja. Was tragen möchte gerne, sonst nur so zur Erinnerung. Sehr gut. Mindestlohn per Gesetz, das ist eine Geschichte, wo wir, ohne eine Wahlempfehlung geben zu wollen, den Wählerinnen und Wählern ins Stammbuch schreiben wollen, überlegt mal, wer für den Mindestlohn sein könnte und wer nicht. Das ist einfach ein wichtiges Thema für Deutschland ist. Das ist auch eine Verdi-Aktion. Das ist auch eine Verdi-Aktion, wieder zurück zu Verdi in NGB einfach, genau. Das ist ein tolles Foto übrigens. Ja, schön, ja. Standen 100 solche Würfel an einem Tag mal vor dem Meister. Zur Kampagne finde ich, Ideen finde ich sehr gut, muss ich sagen, sehr originell. Ah. Klopfte mal bei der SPD an, damit da ein Wahlkampf sich entwickelt, wo die Leute begeistert sagen, jetzt erst recht. Wenn ich den Europawahlkampf sehe, gibt es sehr viel Nachholbedarf. Aber war für mich überraschend. War für mich überraschend. Also positiv überraschend. Nein, ich war überrascht, dass das bei der SPD so, weil ich es konzeptionell gut fand, eigentlich die Themen vom Bundestagswahlkampf in dem Europawahlkampf zu spielen, auch mit dieser also anprangernden Kampagne, fand ich einen guten Ansatz mal, das so zu machen. War aber da falsch. Ich glaube nicht, dass sie dafür abgestraft wurden, dass sie anfangende Kampagne Doch, gemacht haben. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben dieses Jahr kein Wahljahr für Negativ-Campaigning. Also dadurch, dass wir in der größten Weltwirtschaftskrise der letzten 60 Jahre sind und das Ganze unter den Bedingungen einer großen Koalition, wenn dann eine der beiden Seiten das Negativ-Campaigning übertreibt, wird das kontraproduktiv. Die Wähler wollen ja, dass die verdammt noch mal bis zum Schluss ihre Pflicht tun. Ich fand es clever, dass im Frühzeitraum... Das war grafisch interessant und es war unterhaltsam, aber es war kontraproduktiv. Ich dachte, es ist clever, im frühen Zeitraum zur Europawahl das zu machen. Da kann man sich noch ein bisschen was erlauben. Und dann hinten raus kann man sich nicht mehr erlauben. Aber die Themen sind schon mal besetzt und gesetzt. So hatte ich das verstanden, dass man das wollte. Und das fand ich erst mal clever, dass es nach hinten losgegangen ist. Ja, hab ich aber vorher schon gesagt. Nicht, weil ich so schlau bin, aber weil meine Analyse... Ja doch, das ist ja Ihre Aufgabe. Nee, weil die Analyse der Wahlkampfsituation eben so war, dass ich sagte, dieses Jahr hinweg von Negativ-Campaign. Mhm. Können wir kurz nach runter? Ja, gern. Klasse, warm. Auf Wiedersehen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch was zu trinken anbieten, weil wir haben hier im Hof... Das ist Ihre eigene Bar hier. Unsere eigene. Hier ist zu. Was ist denn hier drin? Nix. Wissen Sie, was für mich viel wichtiger wäre, dass ich bei Ihnen hier im Hof einen rauchen kann? Ja, unbedingt. Was trinkt ihr? Dürfen wir schon was? Wir haben eben schon Wein und ein Viertel Grappa getrunken. Wir müssen ja Acht geben. Wir sind ja unter permanenter Beobachtung. Also ohne Ihnen jetzt falsche Komplimente zu machen, irgendwie gefällt mir das. Ich nehme an, wir sind in vielen Fragen politisch unterschiedlicher Ansicht, aber es gefällt mir. Also eine linke Agentur darf man nicht sagen, Einheit ist das. Ja. Also ich komme jetzt. Ja, aber links würde ich nicht, auch nicht unbedingt nur progressiv. Wir arbeiten in Korea für Adidas. Ja gut, also das ist ja aber doch eine Form der Neutralität. Ja. Wofür steht Adidas für gutes Sportzeug? Gut, eine gute linke Agentur würde sagen, für diesen Ausbeuter arbeite ich nicht. Also insofern... Sie haben mal vorher sichergestellt, dass die also nicht von Kindern ihre Schuhe nehmen lassen. Das wird ja dauernd überprüft. Ja. Aber das ist nicht unser Hauptansatz. Unser Hauptansatz ist, wir wollen schon Kommunikation verändern. Die Denkweise... Der Leute, die Kommunikation finanzieren oder für die gemacht wird. Wir sagen einfach, die haben auch eine Verantwortung, eine kulturelle Verantwortung, was sie rausblasen. Ja, das ist wahr. Was sie auf die Anzeigen schreiben. Das ist jetzt alles nur heile Welt und kauf meine Schuhe, dann bist du der Tollste. Oder wähle mich, dann mache ich dich glücklich. Diese Aussagen wollen wir nicht mehr treffen. Ja. Ich hätte noch eine Frage und zwar zu meinem Hauptthema Mindestlohn, weil ich es halt seit drei Jahren mache, die Kampagne dafür und da echt auch brenne. Was glauben Sie, was nach der Wahl, egal wie es ausgeht, ob er kommt oder nicht? In der CDU gab es ja mal eine Phase der Diskussion, wo auch Frau Merkel fast schon so weit war, dass sie einen generellen Mindestlohn mitgemacht hätte. Also nicht aus Überzeugung, sondern aus taktischen Überlegungen, der SPD kein Thema zu liefern, das Thema abzuräumen. Und Frau Merkel ist dann an ihren eigenen Leuten gescheitert. Ja? Und so eine Überlegung, aus taktischen Gründen das Thema abzuräumen, wird in Schwarz-Gelb nicht wiederkommen. Nämlich da ist ja die Gegenbewegung, das muss man schon klar sehen. Mindestlohn wird es nur geben, wenn die SPD den Kanzler stellt und die Regierung bildet. Wobei es vermutlich sogar schwierig wird, würde sie eine Ampel machen müssen. Dann geht es auch nicht. Dann geht's auch.
Wir müssen die Gewerkschaften stärken. Das ist der Entscheidende. Die Gewerkschaften müssen endlich ins 21. Jahrhundert wechseln und rausgehen aus der Vorstellung, dass wir immer noch im Jahr 1980 leben. Und ja, ich meine das ganz ernst. Ich glaube, dass es ein Teil des Problems ist, dass die weder begriffen haben, was der demografische Wandel für die Arbeitswelt insgesamt bringen wird, noch verstanden haben, klarzumachen, dass es das gewerkschaftliche Gegenmacht und das ist was für jeden, der Arbeitnehmer ist. Ja. Eigentlich ist Mindestlohn etwas, was gewerkschaftliche Gegenmacht durchsetzen können müsste. Ja. Und sie können es nicht, weil sie viel zu wenig organisiert haben. Ja, guck mal genauer hin. Da ist ja, klar. Aus. Grundsätzlich kann man das so sehen. Und aber natürlich auch eine politische Strömung. Machen wir gemeinsam Mindestlohn. Super. Schön, dass Sie da waren. Ich glaube, Sie müssen weiter. Wir müssen weiter, ja. Ja, ja, wir sind ja. Enges Programm. Enges Programm. Ganze Nacht. Jetzt geht's weiter zu? Jetzt geht's zu Klaus Stick, glaube ich. Jetzt geht's zu Klaus Stick. Ja. Der Altmeister der. Der Altmeister. Visuellen politischen Agitation. Und noch einen schönen Abend. Ja. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Schönen Abend. Dabei. Vielen Dank. Das Europaplakat war nach wie vor von der CDU für eine soziale Marktwirtschaft, die menschlich ist. Ja. Da dachte ich, dass die Verwirrung jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. Ich dachte immer, das sei die Definition der sozialen Marktwirtschaft, dass sie menschlich ist. Und wenn man das extra betonen muss, ist das verdächtig. Ja, in der Tat. Ja. Dann habe ich mich mal erkundigt. Ja. Und das ist schlicht und einfach eine Panne steckt dahinter. Ist was? Ursprünglich hieß es, für eine Marktwirtschaft, die menschlich ist. Soweit würde es ja Sinn machen. Ja, ja, klar. Und dann hat irgendein ganz Schlauer gesagt, oh Gott, das können wir jetzt in der Krise nicht mehr machen. Ja. Denkt an den Wahlkampf von 2005. Ja. Ja, Marktwirtschaft allein geht gar nicht. Ja. Also für eine soziale Marktwirtschaft. Und dann haben sie einfach das Soziale noch eingeführt und haben nicht daran gedacht. Und es ist keinem aufgefallen, dass dann der Nebensatz keinen Sinn mehr macht. Ja. Ja, und so ist das Plakat dann erschienen. Ja. Naja, so erstaunlich groß. Irgendwie. Lang. Ja, waren wir nicht mal in irgendeiner Talkshow zusammen? Man geht sich ja eigentlich nie. Ich weiß es nicht, glaube ich. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern. Nein. Da war es vielleicht, ich glaube, Herr Tietje. Das ist da, um den Vergleich, den lehne ich ab. Gut, also gehen wir nach hinten. Den lehne ich ab, den Vergleich. Ja, gut. Ich glaube, mit dem war ich mal, das stimmt. Irgendwie gab es eine NDR. Da besteht ein wesentlicher kultureller Unterschied. Ja. Und das ist natürlich das Zentralwerk. Und wenn ich so davor stehe, ist ja immer auch eine Wiederbegegnung auch mit nicht unbedingt nur erfreulichen Dingen. Denn die Sachen werden ja auch gemacht, damit sich was ändert. Eines der bekanntesten nach wie vor. Und wenn irgendjemand fragt, was machen Sie, Plakate? Ja, der deutschen Arbeiter. Dann sind die deutschen Arbeiter. Also sie begrüßen mich damit. Ich guten Tag und sagen, deutsche Arbeiter. Und dann sind die stolz, dass sie auch... Nein, das ist, glaube ich, Plakat, das am meisten mit Ihnen verbunden wird. Ja. Richtig. Und das ist dann die Dürermutter. Würden Sie dieser Frau verbieten? Das war das Erste. Ja. Auch mal, das war der Test in Nürnberg damals, öffentlich plakatiert, ob die Leute sowas überhaupt sehen. Hm. Wir sind umgeben von Bildern aller Art. Das wirbt nicht für ein Produkt, das wirbt nicht für eine Veranstaltung, sondern ist einfach nur da. Ja. Und ich hatte das Glück gehört auch dazu, dass damals gerade ein Haus- und Grundbesitzerkongress in Nürnberg stattfand. Das passte gut. Ja. Und dann haben sofort die Leute eine Verbindung natürlich dazu gesehen und sagen, jetzt verstehen wir das. Zunächst mal war aber auch die Frage, wenn Sie es sehen, beschäftigt Sie es? Es war ja nicht als Kunstaktion angekündigt, sondern die haben in der Stadt angerufen, weil es ein Litfaßsäulen war, das war ganz wichtig, nicht Wild und Zäunen, und gefragt, wer bezahlt das, war die zentrale Frage. Und dadurch war für mich dann deutlich, Sie sehen es wenigstens. Ja. Also kann man auf dieser Strecke weiterarbeiten. Ja.
gibt ein Plakat, ich weiß nicht, wo es hängt jetzt hier. Da, Shell-Werbewoche. Die Küstenbewohner können jetzt ihre, immer mal dahin, ihre Ölheizung direkt ans Meer anschließen. Da hat tatsächlich mal jemand nach einer Diskussion gefragt, sagen Sie mal, wo ist eigentlich diese Stelle? Ich sage mal, Männer, was meinen Sie? Ja, dass Sie machen doch so ein schönes Plakat, Küstenbewohner können ihre Ölheizung jetzt direkt ans Meer anschließen. Ich möchte wissen, wo die Stelle ist. Also das kann mit einem Satire natürlich auch passieren. Ja. Ich will auch versuchen, den Leuten ein bisschen, wie sagt man so schön, pathetisch die Augen zu öffnen, was man alles sehen kann. Ich mache die Sachen ja auch für die Öffentlichkeit. Ja. Ja. Sprengel ist schon weg? Nee, der ist ganz sicher nicht weg. Was macht der jetzt eigentlich? Ach, der ist selbstständig und berät Firmen, Politik. Uwe! Das. Schön, dass Bis bald. Ne? Bis bald. Okay. Also da hatte ich eben nicht das Gefühl, besonders willkommen zu sein. Überstieg? Ja, ich hatte auch am Anfang den Eindruck, als wollte er mir gar nicht die Hand geben. Also, ja. Angeblich war ja Gerhard Schröder dran schuld, dass er kürzer geworden ist als geplant. Ich glaube, das ist eine Legende. Weil er dachte, die Weltmeisterschaft ist genau in seinem Wahljahr. Ja. Und das hätte ihm Medorn zugesagt. Und um den Termin einhalten zu können, sei also die Bahnsteigüberdachung verkürzt worden. Diese Geschichte hat mir Olaf Henkel erzählt. Aha. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Also ich gebe sie nur wieder. Ja. Aber das setzt voraus, dass in der Politik solche, wie sagen, strategischen Entscheidungen auf 2 bis 3 Jahre im Voraus erstens getroffen, zweitens auch durchgesetzt werden. Und das ist, solange ich denken kann, mir noch nie passiert. Gut, in der Regel wurden die Strategien anschließend. Ja, das muss ich sagen. Nein, eine gute Strategie ist dann eine gute Strategie, wenn sie hinterher sich als Erfolg herausgestellt hat. Ja, und zwar in der Regel kann man sie dann auch erst erfinden. Ja, genau. Oder behaupten, es sei eine gewesen. Ja. Dass die Kette von Zufälligkeiten in Wirklichkeit eine Strategie. Große Strategie, strategische Leistung, genau. Ja. Das stimmt, ja. Hallo, grüß Sie, Herr Reicher. Grüß Sie, hallo. Michael Spreng, hallo. Freue mich, Sie hier im meistbesuchten Parlament der Erde. Ist das so? Ist meistbesucht? So. Ja, also, fahren Sie mal mit einem SPD-Fahrstuhl. Bitte, ich habe, als ich für Stoiber gearbeitet habe, habe ich mich verlaufen, ja? Und bin aus Versehen in den SPD-Fraktionssaal gegangen, ja? Was dort großes Gelächter auslöste und die Leute aber mir dann sehr freundlich gesagt haben, ich sei doch falsch hier. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Schönen Dank, dass Sie uns noch um die Zeit auf die Kuppel bringen. Der Hauptbahnhof mit dem herrlichen Blick von hier oben? Dadurch hat das Kanzleramt ja seine Dimension etwas verloren. Nee, das war ja ein Einzelstück in der Landschaft. So da war ja nichts. Ja, sonst war nichts drumherum. Also mittlerweile ist das gesamte Parlaments- und Regierungsviertel in seiner ganzen Schönheit erkennbar. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Wir sind beide der Meinung, dass das eine insgesamt gelungene Architektur ist. Ja, finde ich auch. Nein, jetzt muss nur noch der Bahnhof sinnvoll umbaut werden. Ne? Viele haben ja argumentiert, damit das ausgewogen auf beiden Seiten ist. Ja, der eigentliche Architektenentwurf war ja auch so. Der war so, genau. Naja, Fußball-Weltmeisterschaft. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, genau. Aber hier wird behauptet, das war ein Geschenk von Medorn an Schröder, weil er ursprünglich glaubte, dass die Weltmeisterschaft, dass er zur Weltmeisterschaft Kanzler ist und Wahlkampf hat. Ja, ja, ja. Na, vielleicht stimmt die Geschichte doch. Diese Legende glaube ich. Kanzleramt wird auch nicht mehr gearbeitet. Ja, das ist wahr. Solange Schröder da noch wohnte, war oben immer ein Licht. Ja, klar.
Preis, glaube ich, nicht erstrebenswert. Nein, überhaupt nicht, ganz gar nicht. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass er das gemacht hat. Ja. Ich glaube, auch die Miete war nicht mal günstig. Oder? Nein, natürlich nicht. Es wird ja abgezogen vom Kanzlergehalt. Eine schöne Idee, dass man den Bundestag aufs Dach steigt. Ja. Es wird geraucht und Bier getrunken. Ja, Mensch, das ist ja das, was hier dringend noch erforderlich ist. Ich gehe mal vor, weil ich hier schon gelegentlich ein Bier getrunken habe. Abend. Hallo. Es ist mir unglaublich peinlich, dass wir so verspätet sind. Das ist aber es war nicht von Sie schuld. Es hat gedauert, aber es war nicht von Sie schuld. Wie geht es denn? Ausgezeichnet, wir sollen da rübergehen. Wir sollen da, ja, gerne. Ja. Wie zuversichtlich sind Sie denn, Herr Genscher? Weil das war jetzt eine arg ausweichende Antwort. Muss man nee, war überhaupt nicht ausweichend. Ja, überhaupt nicht, nein. Ich bin zuversichtlich, dass das diesmal zu packen ist. Es wäre ja schon beim letzten Mal zu packen. Beim letzten Mal hat die CDU die Wahl vermasselt ein bisschen. Ja, so. Und da hätte man ja jetzt Zeit genug gehabt, sich darauf einzustellen, dass man andere Wege gehen muss, zum Beispiel mit den Grünen. Ich habe schon zwei bestellt. Ich habe schon mit zwei bestellt. Gut. Könntest du unsere gemeinsame Sache unterbringen, Uwe? Bitte? Könntest du Gesicht zeigen, Aktion Weltoffenes Deutschland unterbringen? In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens stoßen Rechtsradikale auf Widerstände, die von anderen gar nicht erst wahrgenommen werden. Schon das Aufnehmen sozialer Kontakte ist für sie ungleich schwerer als für uns normale Menschen. Isolation und Einsamkeit sind oft die Folge. Was ich da mit Interesse gesehen habe, ist, dass eben auch sehr viel spielerisch gemacht wird. Dass da auch wirklich Wege versucht werden, an junge Leute ranzukommen. Je jünger, je besser. Das ist wirklich entscheidend, dass es früh ein soziales Lernen gibt. Vor allen Dingen ist es auch nicht in allererster Linie ein Jugendproblem. Nicht? Das muss man eben aussehen. Es ist eins, es wird eins, aber erst in zweiter Linie. In erster Linie ist es natürlich ein Erwachsenenproblem. Und zwar unmittelbar und nur da. Denn wo zum Teufel fällt ein Nazi vom Himmel? Nirgendwo. Rechtsradikale brauchen unser Verständnis und unsere Hilfe. Zum Beispiel durch soziale Projekte, die sie ermutigen, sich wieder als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu fühlen. Na, Herr Hitler. Habt ihr den politisch unterhalten? Nee. Doch, ja, natürlich. Wir haben den ganzen Abend irgendwie politisch geredet. Was macht man dann eigentlich, wenn man für die Leute, oder sagen wir mal, wenn man für die Außenwirkung zuständig ist, sagt man denen dann, das war nicht gut, was du da gemacht hast? Das war bei Stoiber so, dass er beratungsbereit war, und das war auch bei Rüttger so. Natürlich redet man unter vier oder sechs oder acht Augen ganz offen, sonst kann man es ja auch sein lassen. Also wenn man sich in dem kleinen Kreis dann auch noch was erzählt. Sie haben dann gesagt, Herr Stoiber, das war unklug von Ihnen. Ja, das war falsch. Ich würde an Ihrer Stelle diese Äußerung nicht mehr machen, aus den und den und den Gründen. Also, ja, natürlich. Das ist klar. Und dann sagt er, haben Sie, dann denke ich jetzt drüber nach? Oder? Denkt dann einen Moment drüber nach und sagt, ja. Mein Kanzler Schröder ist vielleicht hat dann immer was zu mir Wahres gesagt. Dran und so, das geht ja nicht so schnell. Gerd Schröder hat dann immer zu mir gesagt, du bist mein linkes Gewissen. Ich würde den Kopf auf die Tischplatte schlagen, wenn ich in der Partei säße und für die Kommunikation zuständig wäre. Also ich bin schon ein Anhänger dieser These, was man nicht kommunizieren kann, sollte man politisch sein lassen. Wobei ich nicht der Ansicht bin, dass man das politisch sein lassen soll, sondern das heißt, die Frage der Kommunikation ist genauso wichtig wie das eigentliche politische Vorhaben. Aber die komplizierten Sachen kriegt man ja trotzdem deswegen nicht vereinfacht. Da bedauere ich ja bei den deutschen Politikern, dass sie ein Stilmittel überhaupt nicht beherrschen, was die Amerikaner, insbesondere Obama, natürlich perfekt beherrscht, das sogenannte Storytelling. Ja, dass der Obama hat die Gesundheitsreform, die Notwendigkeit der amerikanischen Gesundheitsreform seiner Mutter erklärt am Beispiel der Krankheit des Todes seiner Mutter. So, und damit sind die Leute sofort nicht nur sachlich, sondern emotional gepackt und haben eine ganz andere Bereitschaft, darauf einzugehen. So bei uns hat dann mal Frau Merkel
das Bild der schwäbischen Hausfrau, ja, das erwähnt sie aber einmal und die schwäbische Hausfrau wurde in keiner Rede von ihr bisher zum Leben erweckt. Die lebt gar nicht. Ja? Wie erklärt man die hässlichen Sachen? Also wie macht man Storytelling, wenn man sagt, wir wissen, ihr Sohn Timo, den schicken wir bald in 2 Wochen nach Kundus. Wie macht man das mit Storytelling? Soll ich ganz offen sein? Da fällt mir nichts Gutes dazu ein. Vielen Dank. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Alles gut. Okay. So. Lieber Herr Spreng, das war eine lange Nacht. Ja, wirklich anstrengend. Aber wir wiederholen sie. Ja. Nicht so lang, genau. Nicht mit so vielen Stationen. Ja, genau. Und dann ohne Fernsehen. Ja, so da würde ich mich freuen, wenn wir das machen. Auch. Okay, bis okay, dann. Alles tschüss, Gute. Ja, tschüss, gute Nacht. So, ich bin weg. Tschüss. So, ich gehe jetzt auch nach Hause. Gute Nacht.